Und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde von Pokémon in der strahlenden Diamant-Version. Wir befinden uns hier auf dem Weg zum Vulkan. Ich weiß gar nicht, welche Route das hier ist. Es ist die Route 228, auf der wir uns befinden. Naja, der Sandsturm macht es uns zwar ein bisschen schwierig, aber wir haben ja jede Menge Pokémon, die gegen Sandstürme immun sind. Das macht es uns dann halt hingegen schon ein bisschen einfacher. Und wir wollen ja ein bisschen gründlich sein. So, wir könnten die halt durchwaschen und so schnell wie möglich die Story beenden. Aber halt, ich möchte halt auch noch so ein bisschen, ne, gründlich sein. Vielleicht komme ich hier irgendwann nochmal wieder vorbei und dann ärgere ich mich, dass ich die Trainer nicht besiegt habe. Keine Ahnung. Außerdem würde ich es doof finden, wenn wir jetzt hier durchrushen. Bekommen wir eben schnell die Post-Story, die ja wirklich nicht groß ist, in einem Part unterquetschen und fertig. Wo Chanera wir wechseln. Chanera ist speziell ziemlich stark. Und naja, Slimy hat halt nur spezielle Attacken. Nehmen wir ein paar Tonhiebe, das sollte reichen. So. Oh, noch ein Volltreffer. Als ob das nicht schon genug wäre. Und Level Up für Slash. Bei Galoppa müssen wir halt wieder wechseln. Das ist halt ein bisschen doof. Aber ich möchte Slash gerne noch behalten. Slash ist doppelt schwach gegenüber Feuerattacken. Es hat nur eine Schwäche. Das ist doppelt Feuer. Oh, Nidrolat. Au. Naja, noch eine Attacke dürfte es eigentlich nicht überleben. Sag ich doch. Hätten wir das auch. Und Level Up für Slimy. Können wir uns ja weiter umsehen. Da oben ist doch bestimmt ein Item. Nö. Aber hier ist ein Item. Eine Wechselhülle. Naja gut, das hätten wir auch da liegen lassen können. Eine Wechselhülle brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Hi, was machst du hier so ganz alleine? Oh, unglaubliche Attacken. Ultimative Attacken. Ah, Flora-Statue, aber nein, danke. Wie ist das nicht mal Fauna-Statue? Ist das schon immer Flora-Statue? Ich meine, Flora-Statue macht halt wesentlich mehr Sinn, weil Fauna ja die Tierwelt ist. Wie gesagt, ich will jetzt nicht irgendwie sloppy werden. Gucken wir uns schön gründlich um. Auch wenn es mich ein bisschen ankotzt. Oh, ein Owei. Da sollten wir uns vielleicht drum kümmern. Alle Mann auf das Owei. Das kann eventuell Pflanzen attacken. Das. Gut, dass Owei noch ein Basis-Pokémon ist und demnach nicht so hohe Werte hat. Ja. Das war Knackleon. Und Level Up für Tortilla. Ursaring. Und hallo, Vibrava. Tja, Eisstrahl auf Vibrava, das ist doppelt effektiv. Und dann setzen wir weiter Knirscher auf unser Ring ein. Dann können wir uns gleich 2 gegen 1 um unser Ring kümmern.
glaube, die Rangerin hat kein weiteres Pokémon mehr. Aha! Wir werden nicht langsamer. Ich meine, der Speed ist uns eh egal. Wir sind schon langsam. Dann nehmen wir noch ein Siedewasser. Und nochmal Knirscher. Nevermind! Speed ist uns egal! So, das hätten wir auch. Ich habe übrigens herausgefunden, jetzt wo wir mit dem Spiel durch sind, dass man nicht unbedingt den Poketch aufrufen muss, wenn man fliegen will. Man kann auch einfach wie ein Schild und Schwert über die Karte fliegen einsetzen. Das macht das Ganze ein bisschen angenehmer. Da geht's zum... dem Bären. Und dem Haus. Hier nehmen wir natürlich mit. So, ein bisschen zu schnell. Dieser Sandsturm ist halt nur dezent nervig. Hi, was machst du hier ganz alleine? Nichts. Außer ein NPC sein. Das ist typisch Diamant. Ist hier noch irgendwas? Außer der Weg da. Wir können den ja noch eben besiegen. Oh, das ist ein Psycho. Hätten wir vielleicht Inki nach vorne setzen sollen. Oder Scizor. Das wäre vielleicht besser gewesen. Gucken, was er hat. Oh, ein Schuppet. Oder ein Schuppet. Entschuldigung. Muss ich mich erstmal dran gewöhnen. Das kommt ja von Shadow Puppet. Also Schuppet. Hat Schuppet eigentlich Schwebe? Ich nehme mal Siedewasser. Er schwebt zumindest. Viele Geister Schwebe. Zwillig zum Beispiel hat auch Schwebe. So sehr habe ich mich mit Schuppet nie beschäftigt. Apropos, da haben wir ein Zwillig. Zwillig ist echt ein tolles Pokémon. Seit unserem XD-Durchlauf und halt jetzt nochmal verstärkt durch den Alpha Saphir-Durchlauf bin ich ein richtiger Fan von der Entwicklung geworden. Von Zierclub vielleicht noch ein bisschen mehr als von Zwiffens. Mal gucken. Vielleicht trainiere ich mir noch mal eins. Ich wollte gerade sagen, hier muss es ein Item geben, das wäre sonst mega dämlich. Dann hätten wir uns die Route auch angeguckt. Einen Schritt müssen wir noch weitergehen. Oh, ich wollte da nicht wieder reingehen. Mein Fehler. Ich wollte nur kurz gucken. Da geht's runter, genau. Hui. Die haben wir auch besiegt. Hier ist das andere Haus. Hier waren wir schon. Wenn wir hier zum Grasland gehen, müsste es dann zum Tor gehen. Dann haben wir die Route ja durch. Sehr schön, dann sind wir schon auf der Route 227. Alter Modus. Ganz vorsichtig. Ich wollte hier auf der Höhe bleiben. Das ist ganz schön schwierig, hier die Kurve zu kriegen, im wahrsten Sinne des Wortes. Na, er hat nur einen Pokémon und dann geht das ja schnell. Ein Tauros hat er. Schön, dass wir speziell angreifen. Oh, ich mag Tauros voll gerne. Schade, dass Tauros so eine blöde Shiny-Form hat. Tauros wird halt einfach grün von Neid.
So. Jetzt sollten wir Slimy mal bei Gelegenheit einen Trank und einen Äther geben. Wir haben fast keine Erdkräfte mehr. Auf der anderen Seite, wir könnten auch wen anders nach oben setzen. Ich hätte gern jemanden, der One-Shot-Potential hat. Also jemand, der unsere Gegner höchstwahrscheinlich mit einem Schlag zerlegt. Mal sehen, 165. Ja, lassen wir mal Inki nach oben, wa? So, wieder, sie wieder Begleiter haben. Auf in die Natur! Wir haben den großen Dschungel. Seit wann lese ich das wieder vor? Also wirklich? Ich glaube, die Zeiten haben wir hinter uns gelassen. Ein Schlurp. Ich mag den Namen. Schlurp. Ich finde es schade, dass Schlurp Black so komisch ist. Ich weiß nicht. Schlurp mag ich voll gerne. Aber Schlurp Black mag ich halt überhaupt nicht. Ich kann, keine Ahnung, ich finde das Design halt irgendwie seltsam. Schlurp Black sieht halt echt aus wie so ein Fanmon, also halt ein Pokémon, das von einem Fan entwickelt worden ist. Oh, ihr Mund hier. Das ist halt so das Coole bei Pokémon, was das auch von vielen Franchises unterscheidet, die halt auch so auf dieses Monster fangen und Monster trainieren Prinzip aus sind. Pokémon sind doch immer noch relativ individuell, weil die halt nicht nur eine Vorlage haben und da irgendeinen Typ drauf klatschen. Meistens basieren die halt auf mehreren. So einige Monster-Gacha-Spiele würden vielleicht sagen, ja, wir nehmen den Flamingo und geben den Feuertyp, weil da kommt ja das Wort Flammen drin vor. Also Flammingo. Also ein Feuerflamingo. Nicht runterfallen. Nicht runterfallen. Ich hasse es. Das ist genau so eine Stelle, vor der ich Angst habe. Mit dem Movement hier. Ich habe wirklich nur ganz zart gedrückt. Aber wirklich nur ganz zart. Ja, ich drück ganz zart und fall runter. Ganz zart. Können wir uns das mal vorbeidrücken? Ganz zart. Ist doch ein Witz, oder? Das ist halt echt ein Witz. Wir können uns da nicht dran vorbeidrücken. Gott, ist die Stelle dämlich. Ja, dieses neue Movement ist halt echt zum Kotzen. Wenn das nicht Sephir ist, lang nicht gesehen. Du bist also schon so gut geworden, dass du hier trainierst, wie? Wir werden alle stärker und stärker. Gleichzeitig wird das Band zwischen uns und unserem Pokémon immer enger. Und irgendwann erdrückt es uns. Für jemanden, der im Ausland geboren wurde, hat der Typ aber keinerlei Akzent. Vor uns liegt ein Vulkan, den man den Kahlberg nennt, Sephi. Dieser Möchtegern Avenaro ist auf dem Weg dorthin. Ich werde den Schatz des Vulkans finden, bevor er sich ihn krallt. Wenn ich das schaffe, dann klappt es auch mit einer 21er Siegesserie im Duellturm. Du willst zum Kahlberg? Bist du noch bei Sinn? Die werden Pokémon dort sind schwer zu besiegen. Wenn deine Pokémon nicht gut vorbereitet sind, erlebt ihr eine böse Überraschung. Andererseits hast du eine Herausforderung auch und ihren Reiz. So oder so solltest du dich für diese Reise ordentlich vorbereiten. Ich muss mich jetzt auf mein nächstes Turnier konzentrieren. Also, mach's gut. Hi, gibt's hier irgendwas? Ach, wir können es ja ausruhen, das ist eine gute Idee. Immerhin gehen Slimy langsam die AP aus. Ach, das ist auch wieder so eine, die ewig fragt, ob man heilen will.
da brauchen wir wieder das Fahrrad. Hey, wenn das nicht sehr viel ist, sag bloß, du gehst auch zum Kahlberg. Aber du machst mir einen schwächlichen Eindruck. Kommst du auch wirklich zurecht? Wieso frage ich das eigentlich? Interessiert mich doch gar nicht. Egal, falls wir uns im Kahlberg treffen, liefern wir uns einen Wettstreit, wer den Magmastein findet. Erstmal in den Kahlberg kommen. Hier geht's lang. Ja, da geht's zumindest hoch. Vielleicht sollten wir mal eben kurz auf Slash wenden, wenn ich das Item bewegen. Ich will das Pokémon bewegen. So. Witzigerweise hat unser Kramchef immer nur noch Windschnitt als Angriff. Wir hätten uns damals, als wir in Ewigenau angekommen sind, im Untergrund eins fangen sollen. Ich hätte da Burschnabel als Eierattacke haben können. Das wäre ganz cool gewesen. Dann hätten wir wenigstens eine Flugattacke außer Windschnitt. Aber hey, wir sind ja mit Windschnitt auch soweit ganz gut zurechtgekommen. Finde ich irgendwie seltsam, dass wir noch keinen Luftschnitt gelernt haben. Ich weiß gar nicht, ob es das lernt. Aber eigentlich sollte es das lernen. Wir sind ja speziell einsetzbar. Das ist ja nicht so das Ding. Aber wir hätten eigentlich auch Inky drauflassen können. Wir hätten die einfach mit Psychokinese weghauen können. Ganz vergessen, dass es das hat. Können wir wieder tauschen. So. Und wieder Schutz drauf. Oh, da liegt noch ein Item. Ein Äther. So, da können wir einfach weghauen. Ich bin echt froh, dass wir hier keine VMs brauchen. Das wäre echt nervig, jetzt nochmal zur Trümmerarbeit zu bringen. Ey, warte mal. Hier kommen wir gar nicht durch. Das ist ein Ausgang. Das ist ein Ausgang und kein Eingang. Da müssen wir dann, wo wir hier mit Kraxe hoch war. Ach, hier kann man sich dran vorbeischummeln. Warum ging das an der anderen Stelle nicht? Hopp. Oh, das ist noch ein Drachenprofi, der aufs Maul möchte. Oder wird er uns aufs Maul geben? Wir werden es nie erfahren. Aber das Item hier nehmen wir noch mit. Ist immer ein Leben ob. Ein Fläschchen Protein. Ist das hier der Weg nach unten? Hier waren wir noch nicht. Wow, die gibt's halt echt spät, die Holzkohle hier. Ist das da wirklich der einzige Eingang? Oh, hier geht's ja nur zum. Müssen wir da lang? Sieht nicht so aus, dass wir. Ja, wir müssen da tatsächlich lang. Da ist der Weg nach unten. Da hat die Trainerin aber nochmal gut, dass wir gegen sie kämpfen. Jetzt wieder ganz genau einparken und rüber. Habe ich den falschen Weg hochgenommen? Gibt es zum Kraterberg mehrere oder zum Kahlberg mehrere Eingänge? Fragen über Fragen werden hier gestellt. Oh, ein Mauzi. Weiß nicht, die Stelle sah halt mehr so aus wie ein Ausgang als ein Eingang. Nehmen wir mal einen Nachthieb. Aber ich glaube, das war tatsächlich der einzige Eingang. Hm.
Naja, dann haben wir wenigstens das Item hier nochmal mitgenommen. Oh, das ist zu Billika. Passenderweise. Das hört sich an, als würde sich einer andauernd irgendwo auf das Instrument setzen. Naja, können wir Nachtdieb drauf einsetzen, das ist effektiv drauf. Wie sag ich doch. Und Level Up für Slash. Hätten wir das auch geschafft. Ganz vorsichtig, wir wollen da nicht mehr drauf ran. Und das alles für ein Flashy Zink. Und wir müssen hier wieder lang. Ich steig lieber wieder ab. Hier war da noch ein Item. Ach, das war das Teil. Ich dachte gerade für eine Sekunde, dass das kein Dings wäre. Kein Felsen, sondern ein Item. Könnt ihr mal sehen, wie gut ich aufpasse. Aber ja, das hier scheint der einzige Eingang zu sein. Aber wie soll man daran vorbeikommen? Wenn man den Felsen vorschiebt, kommt man da doch nicht mehr durch. Oder übersehe ich da irgendwas? Können wir denn die Treppen runterschieben? Ist das ein Ding? Ich meine, rein theoretisch müsste das gehen, ne? Ja, das geht. Okay, das ist so ein bisschen seltsam. Ich meine, ja, es macht halt irgendwie Sinn, weil es da weitergeht, aber es ist halt so unintuitiv. Weil du halt sonst nie irgendwie die Steine irgendwo, irgendwelche Treppen runterschieben musst. Das ist halt ein bisschen seltsam. Das ist einfach. Sag ich doch. Und ein Fläschchen AP Plus. Und hier gibt es ja ganz gute Sachen. Okay, der Weg ist gemein. Jetzt hier lang. Oh, da oben steht Barry. Hier kaputt machen. Vorsicht, dass wir den nicht zu weit stehen. Wir wollen ja das Item holen. Genau das. Also dieses Movement ist halt manchmal echt nervig. Ich habe den gerade nur angeguckt und wir haben den verschoben. Verflixt, was war denn das? Oh, hey Sefi. Dieser Avanero hat mich echt auseinandergenommen. Mann, hier in der Gegend gibt es echt viele starke Trainer. Aber egal, ich muss doch einfach noch härter trainieren, besser werden. Das ist alles. Dafür gibt es ja den Duellturm in der Duellzone. Hallo. Hey, du bist Sefi, stimmt's? Dein himmliger kleiner Kumpel hat mich vorhin schon herausgefordert. Da habe ich ihn erstmal ordentlich eine Lektion erteilt. Aber ich weiß nicht, ob ich das nochmal schaffen würde. Wo man auch geht, überall gibt es starke Trainer, die einen alles abverlangen. Und mal davon abgesehen, Pokémon hier sind echt beinhart. Wäre es, wenn wir uns zusammenschließen und es gemeinsam versuchen. Tja, das haben wir einen neuen Kumpel an unserer Seite, nämlich Avanero. Den Zauberspruch. So, wir machen aber an dieser Stelle erstmal eine klitzekleine Pause und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Dann werden wir den Rest des Kraterbergs, oder des Karlbergs, ich weiß gar nicht, ob ich Karlberg immer Kraterberg nenne. Jedenfalls, den werden wir dann erkunden. Ich hoffe, ihr seid auch wieder mit dabei. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal und ciao.